So, meine Zuschauer, meine Freunde, jetzt seht ihr hier, warum das vorhin ein bisschen knifflig war. Das ist die Zufahrt normalerweise, aber hier asphaltieren sie und da ist der Bauzaun. Und normalerweise würdest du da hinten, wo der jetzt wenden tut, reinkommen von der Bundesstraße, aber ist nicht. Naja, und deswegen musstest du außenrum rumfahren. Und mein gutes Glück ist, dass hier in der Nähe der Kaufland ist und da laufen wir jetzt mal dahin. Wir können ruhig vorbei. Danke. Bitte. Keine Ahnung, was das für eine Brühe ist. Vielleicht ist das irgendwie ein Nebenfluss vom Rhein. Ich weiß es nicht. Aber reingehen würde ich nicht in der Nähe von meinem Chemiewerk. So, und jetzt laufen wir mal einfach so darüber, wo ihr das braune Gebäude seht. Und da ist auch Kaufland. Und hier ist so ein Radweg. Ist eigentlich an und für sich schön gemacht. Okay, da haben welche irgendwelche Deppen wieder Glasflaschen zerdonnert. Naja, ich weiß nicht. Gibt doch überall Pfand drauf. Haben die alle so viel Geld über? Naja. Achso, und? Da, einmal umzwitschen. Ich habe. So, der Packesel hat eingekauft. zwei volle Tüten. Ja, die habe ich mitgenommen, da waren die Glasflaschen drin. Haben sie akzeptiert, aus dem Bayern. War ich froh. Aber das, was so lecker gegrillt hat, habe ich mir nicht geholt. Das war nämlich so wie Hackfleisch, aber auf griechische Art. Und war richtig lecker, aber gleich wenn wir 12 Euro wegmachen, wenn der Kühlschrank im LKW im Fahrzeug voll ist und ich jetzt eingekauft habe, sehe ich gar nicht ein. Dafür habe ich jetzt schönen Käse, Chuk-Chuk-Salami, die schmeckt gut, gebe ich euch zu. Also deswegen, ich bin keiner, obwohl ich von Sachsen komme, ne? Das wird immer so falsch verstanden, dass wir gegen alles sind. Ist nicht. Wir akzeptieren. Wir schätzen die Menschen genauso. Weil, ne? Solange wie sie artig sind und nett sind, höflich, freundlich, so wie wir es gelernt haben von unseren Eltern. Also zumindest von meinen Eltern, meinen Pflegeeltern. Und die haben ja die DDR und den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Deswegen, also ich esse gerne Döner, ich esse gerne Italienisch, Griechisch, also alles gut und schön. Auch Türkisch, deswegen, auch Portugiesisch, ich esse gerne mediterran, Spanisch, obwohl Portugiesisch ist schon, ich kann mich noch an einen Urlaub dran erinnern, kannst du essen, ist nichts scharf, ja, und ich so, ja, okay. War eine ganz kleine Peperoni, ne? War eine grüne. Und grüne dachte ich immer, ist mild. Bis mir einer mal gesagt hat, du musst die Kerne wegmachen. Jetzt weiß ich's. Der hat mich schön veräppelt. Aber danach habe ich wieder einen freien Longdrink bekommen. Dafür, dass er mich auf die Schippe genommen hat. Naja. Oh. So, jetzt gehen wir hier dann noch hoch und dann ist auch schon das Ziel erreicht. Ist praktisch, dass hier so eine Treppe ist. Hier läuft auch so ein Fahrradweg lang. Hier ist ein bisschen windig. Und unten drunter ist so ein Fluss. Aber fragt mich nicht, was das für einer ist. Wir können ja nochmal drunter gucken. Aber so schön sieht er nicht aus. So, könnt ihr das sehen? Irgend so eine braune Brühe. Könnte was vom Altrhein sein? Ich weiß es nicht. Da genauso. Naja. So, und das ist der Grund, warum ich mir vorhin die Hilfe von meinem Chef brauchte. Die Zufahrt hier, wo der Roma-LKW mit den Raffstoren gerade rückwärts fährt, die wird neu asphaltiert. Normalerweise kommst du hier von rechts. Aber ich bin hier hinten rumgefahren. Das siehst du aber nicht von der Straße, weil keine Umleitung ausgeschildert ist. Demzufolge brauchst du Vogelperspektive. Ja. Schöne Teermaschine. So, aber jetzt muss ich aufhören zu filmen, weil auf dem Gelände ist es verboten. Servus. Ta-da-da-da. Feierabend. Lecker. Tomatenmozzarella mit Salz, Pfeffer, Knobi und Öl. Ja, man muss nicht immer Fleisch essen, aber ein bisschen Wurst gibt es dann trotzdem. Ja, weil ich brauche ein bisschen Geschmack noch. Aber das schmeckt schon gut, ne? Jetzt gibt es noch ein paar Schnittchen dazu und da schnurrt die Seele. Gerade war hier irgendwie ein bisschen Tohuwabohu in dem Werk. Ist die Feuerwehr gefahren und sonst was, aber vielleicht machen sie eine Übung oder sonst wie. Keine Ahnung. Ist ja immerhin eine Chemiebude.
Aber ich sehe nichts brennen und ich sehe auch nichts schnuppern. Hat vorhin mal kurzweilig gerochen, aber das war, glaube ich, irgendwie ganz normal. Naja, jetzt werde ich mir das schmecken lassen und wir sehen uns morgen, wenn wir, hier kann ich nicht filmen, wenn ich dann im Werk drin bin, aber wenn wir dann im Edenkoben sind, glaube ich zumindest. Also, bis denn. Und vielleicht macht der Sascha heute Abend ja einen Livestream. Heute ist ja Mittwoch. Ich bin gespannt. Seid ihr gespannt? Ich auch. Also, bis morgen. Ciao. Lecker, 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 lecker. Tja, ich bin froh, dass ich nicht zu dem Griller gegangen bin. Da wäre nämlich gleich wieder richtig viel Geld weg gewesen. Ciao. Guten Morgen, meine Freunde. Abgeladen. Jetzt rechts abbiegen und sofort rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen und sofort links abbiegen. Jetzt links abbiegen, in die Straße, im Pfaffenwinkel. Ist ein bisschen irritiert wegen der Sperre hier. Abgeladen das Fass. War ein bisschen holper die Holper. Die kriegen das jede Woche, sagten die mir gestern beim Laden. Aber heute haben sie mich fälschlicherweise mit dem Abfallfass ins Magazin geleitet. Demzufolge wusste keiner Bescheid. Demzufolge wollten die mich mit dem geladenen Fass dann wieder, nachdem es sich geklärt hat, ohne Beförderungspapiere, sprich Formblatt zur Beförderung unter Berücksichtigung der ADR-Regelung. Weißt du Bescheid? Und viele sagen sich dann, oh Gott, dann mach ich CMR, schreib selber, stempel ab und fertig, ne? In 300 Metern an der Ampel links abbiegen auf die B9. Das kannst du nicht machen, wenn du da kontrolliert wirst. Ich meine, auf dem Fass kleben Gefahrgutsiegel drauf. So, und wenn du da kontrolliert wirst, selbst wenn das Fass leer ist und diese Dinger drauf kleben, war da vorher Gefahrgut drin und gilt immer noch als Restgefahrgut. Sprich, da macht der BAG-Beamte, den Polizist, trotzdem einen Strick am Hals rum, wenn du da ohne Papiere aufkreuzt. Da kannst du Feuerlöcher haben, wie du willst. Das Papier muss da sein. Deswegen dauert das manchmal ein bisschen länger und deswegen immer auf das pochen, was man gelernt hat. Und wenn du da Stunden stehst, das ist mir egal, da lade ich die Sache nicht. Weil ich bin derjenige, der dann gelackeiert ist. Und das nicht billig. Bei Gefahrgut ist das nicht billig. Auch der Chef. Jetzt links abbiegen. Und der Verlader auch, sowieso. Naja, jetzt fahren wir mal die 52 Kilometer bis nach Inkum. Da kriegt man den Rest vom Schützenfest, nämlich zwei Kisten, 3 Meter noch was lang, 80 breit, 80 hoch. Sollte man angeblich stapeln. Müssen wir auch, weil wir haben ja schon eine Gibo. Wir haben 7 leere Europaletten und das Fass jetzt. Da steht alles auf der rechten Seite gleich, wenn wir da sind. Und eine Gibo ist ja 1 Meter auf 1,20. Ist das richtig oder ist eine Gibo 80 auf 1,20? Bin gerade überfragt. Auf jeden Fall sind wir ja 2,20 breit. Und wenn die Kisten stapelbar sind, die 80 breit sind, dann passt das alles. Wenn wir die alles auf eine Seite stellen. Die Gibo, die leeren Paletten und das Fass. Ja. Naja gut, schauen wir mal, was der Tag so bringt. 19 Grad, jetzt soll es langsam wärmer werden. Ich habe wunderbar geschlafen. Also mein lieber Mann, das ist ein bisschen mau. Oh. Bitte an der nächsten Ausfahrt rechts abfahren und danach sofort rechts abbiegen. Kollegen, auf der A65 fahrt Richtung Landau, fahrt Richtung Landau, fahrt Richtung Karlsruhe. Abfahren, abfahren, Edenkoben, abfahren, Edenkoben an vorne. Anscheinend fackelt es da vorne. Abfahren, Edenkoben, Straßenmeisterei macht 2 auf 1. Anscheinend macht die auch eine Vollsperrung. Vollsperrung besteht. Es wird abgeleitet Edenkoben. Es gibt bereits einen Rückstau in Fahrtrichtung Karlsruhe. Achtung, 65, Ausleitung Edenkoben. Vollsperrung, A65, Fahrtrichtung Karlsruhe. Ich glaube, meinen Chef anrufen, was wir für ein Glück haben. Haha! Gott sei Dank, wir haben. Achtung, Achtung. Jetzt an der Ausfahrt rechts abfahren und danach sofort rechts abbiegen. An alle Kollegen, Vollsperrung 65 Karlsruhe, Vollsperrung 65 Karlsruhe, Ausleitung Edenkoben.
Für alle, die sich nicht auskennen, ihr fahrt jetzt Edenkoben ab, rechts durch den Kreisverkehr, nimmt die erste Ausfahrt, dann kommt der zweite Kreisverkehr, Höhe Firma Tenneco, dann nimmt ihr die 1, 2, 3. Ausfahrt, dann müsste links ein Aldi sein und dann fahrt ihr immer Richtung Landau, Landau in der Pfalz und dann kommt ihr da wieder auf die B10 drauf und dann fahrt ihr auf die B10 drauf und dann geht es wieder auf die A6 und fahrt Richtung Karlsruhe. Alles geschmeidig. Sesam, öffne dich! Ja, leider war das Tor schneller wie die Kamera. Schon angemeldet, ganz hinter zum Aluminiumplatz. So, jetzt haben wir geladen. Gestern haben wir ja die Hebo bekommen, ne? Das sind unsere Euro-Stellplätze. Da haben wir ein leeres Fass. Und da haben wir jetzt noch so eine Hebo bekommen. So eine halbe, so eine Gitterbox. Und da haben wir zwei Gatter-Gestelle. Ja. Und die bringen wir jetzt wieder dahin, wo wir gestern geladen haben, nach Esslingen. Okay. Wir müssen aber jetzt hier durch Edenkoben fahren und durch Landau auf die B10 und dann auf die A65 weiter Richtung Karlsruhe. Weil, ihr habt ja gesehen, vorhin die Vollsperrung Edenkoben wegen dem Fahrzeugbrand. Ich weiß nicht, ob da ein LKW oder sonst was. Werde ich heute Abend sehen, wenn ich wieder die Nachrichten lese. Okay, dann bis später. Ciao. So, fertig geladen in Edenkoben. 140 Kilometer, 12.30 Uhr machen die Mittag, das weiß ich seit gestern. Also flinke Füße, 15 Grad und hier seht ihr ja Bergungsarbeiten. Deswegen schickt er uns jetzt hier rum. Naja gut, ich wäre anders gefahren, schauen wir mal. Jetzt, dann geht's runter, die A65. An Wirth vorbei, an Maximilian vorbei, auf die B10 in Karlsruhe geht es dann. Das Ziel befindet sich in einem beschränkt befahrbaren Gebiet. Stimmt gar nicht. Dann geht es in Karlsruhe kurzweilig auf die A5 und dann fahren wir auf die A8 Pforzheim lang, da wo die Baustelle ist. Also Richtung Karlsruhe ist Stau, aber ich gehe mal davon aus Richtung Stuttgart auch wieder. Dann Kreuz Leonberg vorbei, da war irgendwas. Stand irgendwas mit 2 Minuten Grad. Oh, 19 Grad, da wird's wärmer. Und dann fahren wir hier ab. Moment. Höhe Filderstadt fahren wir ab. Moment. Ich glaube. Bin ein bisschen außer Puste, sorry Leute. Wir fahren Esslingen ab. Und dann fahren wir rechts runter. Ein bisschen Geschnörkel. Und da ist unser Kunde. Guckt euch da mal an. Das ist der Vorteil, wenn ich jetzt die Preise hier sehe. 1,589 und hier 1,639. Wie weit ist das auseinander von Denkendorf nach da? Wahnsinn, ne? Und da gegenüber auch 1,589. Da, oh, guckt euch da den Unterschied an. 1,589, 1,68. Leute! Kaputt, verrückt, ne? Verrückt! Ich bin so froh, dass ich jetzt seit 2 Wochen das Ding habe, das ist die 2. Woche. Gut, nicht lang schnacken, sonst komme ich da unten in die Mittagspause ran. Wahnsinn, ne? So ein Unterschied, das sind doch keine 5 Kilometer Unterschied. Ach, dann hier mal 2, 3. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, bis später. Ciao. So, wir nähern uns jetzt auf der 8 Pforzheim Nord. Bislang habe ich noch keinen Stau und ich hoffe, es bleibt so. Und das Navi hat auch noch nicht geschrien. Ich brauche absolut keinen Stau, denn wir haben jetzt schon 2 Fahrten, die im Anschluss bestehen. Eine ist 5 Kilometer weiter zu laden und geht vom 7er ins 7er, ins 74er und die andere, ach, warte, wo geht die hin? Damit ihr es genau wisst. Und zwar lade ich die im 73er Deizesau und die bringe ich ins 74er nach Güglingen und die andere ist im 71er Leutenbach und die geht ins 63er Aschaffenburg bis 20 Uhr. Bislang kein Stau, ey, Gott sei Dank. Das ist das erste Mal, dass ich keinen Stau habe. Soll das wirklich so bleiben? Oh, der lebt aber auch gefährlich, der Bauarbeiter. Die Ausfahrt ist ja offiziell noch offen. Der hat so einen Rasenmäher, so einen Fernbedienten. Das sieht gut aus. Es stockt da vorne ein kleines bisschen, aber sonst alles so wie. Wow. Das allererste Mal, da vorne stockt es jetzt ein bisschen, weil es auf 60 runtergeht. Ah, jetzt fängt es hier ein bisschen an zu stocken, zu stauen.
Aber immerhin noch besser als was ich sonst hier erlebt habe schon. 10, 8 Kilometer und dann stehst du da eine halbe, dreiviertel Stunde bis Stunde. Jetzt bist du ja wenigstens schon mal in der Baustelle drin. Okay, wir haben noch 62 Kilometer. Ankunftszeit 12.03 Uhr. Ich möchte schon gerne vor der Mittagspause ein bisschen Dampf, ein bisschen Druck wegnehmen. Obwohl der Chef sagt, wir haben keinen Druck, aber was ich vor der Mittagspause habe, das habe ich. Ne? Umso eher kann ich die 5 Kilometer weiter zum nächsten Kunden fahren und dort meine Pause noch machen. Sofern die dann noch Mittagspause haben. Und für alle Baustellenfetischisten, hier wieder die Bagger in Aktion und ein Brecher. Ach, früher als Kind habe ich immer gerne den Baggern und allen so zugeguckt, wenn ich von der Schule gekommen bin. Schlimm war es, wenn ich auf dem Weg zur Schule was entdeckt habe. Das war schlimm. Es war wie so ein Magnet, wie so ein Schwamm. Die Baustelle war der Schwamm und ich war das Wasser. Und das Wasser wollte unbedingt zum Schwamm. Naja, oh, da vorne oben so ein grüner Manitou. Mal gucken, was wir noch so sehen. Da sind wieder die zwei großen Bohrer, die diese Stützen machen. Für die Brücken oder Fehler, so, keine Ahnung. Guckt euch mal die großen Dinger an hier. Das sind alles Apparate für diese, die diese Fehler machen. Ja. Sieht schon imposant aus. Ich will nicht wissen, wie viel wiegt denn so ein großer Bohrhammer da? Der wiegt doch bestimmt über 60, 80 Tonnen. Ich bin kein Fachmann. Naja. Schauen wir mal, was da oben abgeht, Höhe der Rastanlage, wie weit sie da sind. Aber da waren sie ja letztens mal schon richtig weit. Könnt ihr euch daran erinnern, hier die Abfahrt? Jetzt machen sie die Abfahrt weg, richtig. Also die Zufahrten, die sind jetzt auch alle abgefräst und abgebaggert, da sind sie gerade dabei. Und die Wildbrücke, da ist bislang nur die Hälfte fertig, also wie die ganze Zeit schon. Die andere Hälfte fehlt noch. Aber man muss sagen, die sind wirklich flink. Wenn du hier zwei Wochen nicht gewesen bist, du siehst immer Fortschritte. So, meine Freunde, mittlerweile befinden wir uns auf der A6 Höhe Wiesloch-Rauenberg. War ein bisschen kauderwelsch, ich hatte Stress da, die immer 20 Kilometer fahren oder 5 Kilometer wieder aufmachen, laden, anmelden, gurten und ach, hör mir auf. Da kann ich gar nicht filmen, da komme ich auch gar nicht vorwärts. Die eine Palette haben wir schon wieder abgeladen, diese Printmedien. Habe ich euch gezeigt, was wir da geladen haben? Nee, glaub nicht. Ich weiß es nicht. Und jetzt fahren wir nach Kelzerbach. Drei Paletten nach Mexiko abladen. Und dann fahren wir nach Aschaffenburg. Und da laden wir eine Palette für die Staplerbude Linde ab. Aber das geht zu einer Logistikfirma. Und dann sollen wir um 20 Uhr da sein. Kelzerbach, die Luftfrachtsendung. Da bin ich 19.11 Uhr, also 19.15 Uhr. Anmelden, schieß mich tot. Ja, wird schwer. Ist eigentlich gar nicht machbar, 20 Uhr bei denen zu sein. Da komme ich 19.45 Uhr los und von dort brauche ich auch noch mal eine Stunde. Da bin ich 20.49 Uhr da. Naja, ich kann es nicht ändern. Ansonsten ist alles gut. Wir haben gerade mal 6 Stunden 15 weg. 6 Stunden 15 bei 300, jetzt muss ich gerade mal gucken, bin gerade auf die Bremse gegangen, 328 Kilometer, aber ich bin ja wirklich nur rumgeeiere da, ne? Heute früh von Worms über Ludwigshafen Inkum geladen, dann runter nach Esslingen, 73er Pforzheim und dann muss man erstmal Inkum, da die 65er die Sperre, wo der Wohnmobil gebrannt hat, umfahren. Ja, und dann durch Stuttgart, wisst ihr ja selber, und ich bin gerade jetzt hier kurz in der Bonn mal auf die A6 gekommen. Alles andere querfällt ein, die Kunden. Naja. So, und dann hoffe ich mal, dass ich das heute noch alles geschmeidig kriege. Dann morgen laden da oben irgendwo und das geht dann nach Sindelfing. Und dann hoffe ich, dass das da unten klappt. Also da lade ich nichts mehr bei, hoffentlich. Dass ich da schnellstmöglich nach Sindelfing komme und dass ich dann was laden kann, was weiß ich, was am Montag in Bremen, in Hamburg, Flensburg, was weiß ich.
sein muss, dass ich da noch eine Palette nach Speyer nehme, Laden liefern und dann ist Wochenende. Hoffentlich geht der Plan so auf, wie ich es mir vorstelle. Weil am Wochenende 35 Grad, da muss ich nicht hier in der Hütte bleiben. Da wird nämlich alles schlecht. Ich kann ja nicht den Kühlschrank von Freitag Nachmittag bis Montag früh laufen lassen, da ist die Batterie leer. So viel Saft habe ich ja nicht. Deswegen, wenn ich mir da was kaufe, das wird ruckzuck schlecht. Aber schauen wir mal. So, meine Freunde, wir sind jetzt gerade tanken und haben nebenbei noch schön Trucker-Holitscher geguckt. Und zwar mit Evelyn und Sascha, aber die sind noch am Start, aber ich habe gerade noch abgeladen. Jetzt muss ich noch schnell tanken, 20 Kilometer fahren und dann hoffe ich, dass ich auch noch ein bisschen im Livestream dabei bin. Unter anderem habe ich aber deine Nachricht gesehen und deinen Kommentar unter meinen Videos, aber ich habe, glaube ich, geantwortet. Ich habe geschrieben, dass ich kein Instagram und so ein Zeug habe. Aber ich werde mal bei deinem Zeug gucken, dass ich da irgendwie Antwort finde. Oder ich werde mir mal so ein Instagram oder was weiß ich zulegen. Ich bin da nicht so form drin. Aber kriegen wir hin. Auf jeden Fall danke für deinen Kommi. Und ich versuche schnellstmöglich Feierabend zu haben in den nächsten 30 Minuten, dass ich noch eine halbe Stunde bei euch sein kann. Damit ich auch ein bisschen lauschen kann und up to date bin. Aber das mit der Brücke, ne, in Lüdenscheid 2026, der beste Albrechtsweg, den es gibt. Aber bis gleich, ne? Ciao. So, meine Freunde, ich habe jetzt Feierabend und heute ist Donnerstagabend um, schieß mich tot, 22 Uhr schon. Und kurz nach 22 Uhr, ich stehe hier auf dem Pirelli-Parkplatz in Bräun-Dingsbumster unterhalb von Aschaffenburg, 20 Kilometer, sage ich euch morgen im Odenwald. Und der Sascha ist jetzt mit Evelyn online, also der Trucker-Holitscher, seit 19 Uhr. Ich habe das mitgekriegt, aber da habe ich ja immer noch gearbeitet wie so ein Wiesel, weil wenn einer Urlaub macht, müssen die anderen Kollegen für den mitarbeiten. Ne? So ist das nun mal. Und da sind sie noch am Start, aber ich habe mich jetzt ausgeklinkt. Ich höre nur noch nebenbei ein bisschen mit. Also, da sind die zwei, ne? Ich hoffe, der Sascha ist mir jetzt nicht böse, dass ich euch gerade gezeigt habe. Aber eigentlich ja nicht. Ich habe ja keinen Ton laufen lassen. Gut, ja, was gibt's heute noch zu essen? Ich bin schon fast fertig. Ich zeig's euch mal. Heute gab's wieder, ich bin so ein Mozzarella-Freak. Und Gürkchen. Ein bisschen Gurke habe ich noch im Kühlschrank. Ja, und ja, ich habe kein Brot mehr gehabt, also musste mal das Toastbrot herhalten. Aber gestern, wo wir einkaufen waren, habe ich hier so lecker. Wie heißt denn das? Einmal türkische Salami. Die heißt ja Çukçuk, oder? Warte mal, wie heißt die? Ich sag's euch gleich. Die heißt... schmeiß sie auch noch runter. Çukçuk. Eieiei. Und dann habe ich noch so schöne ungarische Salami geholt. Ich weiß. Ich habe mal vor 2-3 Wochen euch gesagt, dass mit 7 Gramm pro Woche oder was war das? Oder pro Tag? Nee, ich glaube pro Woche. Naja. Okay, deswegen machen wir heute mal wieder ein auf Übeltäter. Sprich, leckere Salami, schöner, leckerer Käse. Und dann noch Frischkäse drunter und naja, das Brot ist zwar nicht so berauschend, aber egal. Ja, und dann wollen wir mal gucken, dass das morgen geladen wird. Ich habe zwar 8 Uhr Termin, aber na, hier, ich bin da reingegangen, man kann sich da waschen und so. Und da stand ein Schild, von 6 bis 20 Uhr ist das Büro auf dem Versandgebäude da unten. Und dann schauen wir mal, dass wir da morgen vielleicht schon... Um 5.45 Uhr werde ich mal reingehen. Aber hier stehen so viele. Hier stehen schon 12 LKWs. Und na, hier mal gucken, wenn die am Morgen alle laden wollen. Die haben bestimmt Zeitfenster, aber ich habe auch einen Ansprechpartner. Und vielleicht klappt es ja eher. Eher, genau. Und das geht nach Sindelfingen zur Firma Mercedes. Ich muss hier 61 Reifen laden. Hey, apropos Reifen. Sascha, ich mache dir deinen Beruf streitig. Oder deine Arbeit streitig. Na, nee, aber keine Bange, das sind nur Pkw-Reifen. Das sind bestimmt solche kleinen A-Klasse oder B-Klasse-Reifen. Also wenn ich 61 kriege, dann können die ja nicht so einen großen Umfang haben. Und die bringe ich aber, glaube ich, nicht direkt ins Werk, sondern in die Versuchsstation. Und die Versuchsstation ist gut, da muss ich nämlich nicht in die Nonierstraße mich anmelden, Ticket ziehen und dann 2-3 Stunden auf dem Computer gucken, ob nur meine Nummer gezogen ist. Das ist blöd, da kannst du nicht weggehen, weil wenn du wiederkommst, kann es sein, dass deine Nummer gezogen wurde und dann musst du eine neue ziehen, da steht sie wieder 2-3 Stunden.
Furchtbar. Aber wenn das ins Entwicklungszentrum geht, da fahre ich in ein anderes Tor rein, melde mich da bei der Feuerwehr an, bei dem Sicherheitsdienst und darf gleich rein. Das ist gut, da werde ich vorher abgeholt. Da fährt einer mit mir mit, dass ich ja nicht filmen tue oder sonst was. Da haben die sich ein bisschen eigen, ist ja auch richtig. Und dann fahre ich da in so eine Rampe hoch, da geht so ein Tor auf und dann bin ich in so einer Halle drin und da geht das Tor zu und dann werde ich erst abgeladen. Ja, undercover, darf keiner mitbringen, mitkriegen. Okay, genug geschnackt. Ich bin ein bisschen außer Puste, aber ich habe mich frisch gewaschen und genieße jetzt noch meine letzten Happen. Okay. Und morgen weiß ich noch nicht, was nach Sindelfingen passiert. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich kann irgendwas laden, was mich am Montag vielleicht oben in Hamburg oder in Bremen lassen tut. Damit ich übers Wochenende nach Speyer komme, weil bei 35 Grad oder 36 Grad, die am Wochenende wären, da möchten nicht draußen sein, weil da schimmelt ja gleich alles hier oder läuft gleich alles weg im Kühlschrank. Kann ich ja nicht durchlaufen lassen. Okay, genug gequatscht. Bis morgen. Ciao, ciao. Euer Carsten. Guten Morgen, meine Freunde. Wir haben jetzt geladen und zwar mit der Hilfe von 3 Mitarbeitern. Das ist der Vorteil, wenn du bei einer Reifenfirma nicht arbeitest, sondern nahen tust. Die machen das immer alles selber, aber ich habe mit assistiert, damit es schneller geht. Und so sieht das aus, wenn man 66 Autoreifen und SUV-Reifen geladen hat. Moment. Sieht gut aus, ne? Sauber. Und hinten haben wir die Paletten hochkant gemacht. Okay. Ja. Jetzt heißt es nach Sindelfingen fahren. Aber wir müssen nicht in die Donierstraße. Wir haben Ansprechpartner. Aber leider keine Telefonnummer. Datenschutz. Naja. Macht aber nichts. Und jetzt, Entschuldigung hier, Dauernschatten. Und jetzt muss ich schnell machen, weil Freitag und jeder will nach Hause. Also, bis später. Gerade eben habe ich vom Chef den ersehnlichsten Anruf bekommen von dieser Woche, glaube ich. Und zwar, ich muss nicht in die Donierstraße. Juhu! Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin. Jeder Fahrer, der schon einmal in Sindelfingen in der Donierstraße war, der weiß, wovon ich rede. Das war früher nicht. Bevor die alles da umgebaut haben, vor 5, 6, 8, 9 Jahren. Da bist du da links hochgefahren, da hast du da geparkt, da waren 5, 6 Schalter. Und außerdem konntest du rund um die Uhr abladen, das kam ja auch noch hinzu, ne? Dann haben sie irgendwann mal gebaut, da musstest du über den Parkplatz, da wo es damals die ganze Zeit war, haben sie so eine Gerüst gebaut, wie so eine Brücke, da musstest du da rüber latschen, so, da im Winter war das arschglatt, du. Und nachts so, also es war, dass man unten drunter mit einem großen LKW noch durch konnte. So, dann war das auch vorbei und dann sind sie umgezogen in die Donierstraße. Also manche Dinge sollte man am besten so lassen, wie sie mal waren. Aber ging ja nicht. Da haben sie ja jetzt die neue Halle hingebaut für die Batterie oder was weiß ich. Ich weiß nicht, was sie da reingemacht haben. Früher war das viel, viel besser. Viel, viel besser. Früher gab es keine Hudelei. Früher gab es nicht hier Ticket ziehen und klotzen, bis der Doktor kommt, bis du nicht mehr sehen kannst mit deinen Augen. So eine Art. Naja. Egal. Wir müssen ja heute nicht mehr dahin. Das freut mich. Aber es wird kontinuierlich wärmer, ey. Es vergehen keine 15 Minuten und du hast schon wieder ein Grad mehr. Jetzt sind wir schon bei 18,5. Obwohl wir im Odenwald sind. Und der Odenwald ist ja immer ein bisschen kühler wegen den Bäumen und so, ne? Morgen soll ja richtig krank werden. 36, 36 Grad, ey. Also jetzt nicht mehr so im Osten und in Passau, sondern mehr alles, was am Rhein entlang liegt, ne? Naja. Um 12 Uhr machen sie Mittag, hat der Chef gesagt. Demzufolge Ankunftszeit 10.56 Uhr. Ne? Nicht lang schnacken. Aber wisst ihr was, ey? 30 Minuten habe ich vergeudet in diesem Berg mit dem Fahren. Das glaubt man gar nicht. Es waren 20 Stundenkilometer erlaubt. Und du bist da reingefahren, musstest in die Wände schleifen, musstest hinterfahren. Ja. Anscheinend habe ich da knapp eine Viertelstunde gebraucht für eine Richtung. Wahnsinn, wenn du da so rumschleichen tust, ne? Naja, noch 164 Kilometer, schauen wir mal. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Wochenende bin, ich weiß es noch nicht. Das ist heute wieder wie Ostern, eine Überraschung. Man kann ja nie planen in der Logistik. So, jetzt geht's ab nach Hetzbach. Oh weh, da will ich aber auch nicht wohnen. Hetzbach, hoffentlich hetzen sie nicht alle hier.
Tja, so schön kann das Leben eines Fernfahrers sein. Wir befinden uns jetzt auf der B37 Höhe Birnau in Fahrtrichtung Heilbronn. Wir haben eine andere Strecke genommen, beziehungsweise das nächstgrößte Ort nennt sich Mosbach. Neben uns, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich gehe mal davon aus, dass das der Neckar sein müsste, oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist der Neckar, weil der Rhein fließt ja woanders lang. Und die Mosel ist es auch nicht, es müsste der Neckar sein. Und die Donau ist es auch nicht. Die Donau, die ist ja oben bei Frankfurt, Aschaffenburg. Ja, das müsste der Neckar sein. Schön, ne? Könnte man glatt? Na, jetzt noch nicht. Doch, 25 Grad könnte man schon rein. Aber ich würde niemals in einen Fluss mich in so einen großen, schon dreimal nicht, wo die großen Pötte langfahren. Viel zu große Strömungen. Also in Speyer im Rhein, ganz gefährlich. Es sei denn, es ist leider wieder so richtig trockenes Wetter mehrere Wochen lang, dass man schon die Fahrrinnen sieht, dass der Rhein nur noch 68 cm tief ist oder so. Dann jätet. Aber das wollen wir ja mal nicht hoffen, ne? Weil die Fische brauchen Wasser und die Schiffe brauchen Wasser. Deswegen soll man nicht so trocken werden. Aber ich bin mal gespannt. Jetzt soll es ja so richtig heiß werden und danach soll es ja richtig rumsen am Sonntag, Samstagabend, Sonntag. Schauen wir mal. Jo, meine Freunde, jetzt haben wir abgeladen in Sindelfingen, Gott sei Dank in der Entwicklung, aber dazu sage ich gleich was. Also, aber jetzt fahren wir erstmal auf die B464 an Markstadt vorbei, die geht dann auf die 295, um dann wieder an Leonberg vorbeizuziehen, um dann direkt neben der 81 bei Ditzingen zu laden. Wenn wir da das geladen haben, eine Palette, fahren wir hoch bis nach Heilbronn, wechseln auf die A6, wartet mal, sage ich euch gleich, hier A6 und dann gehen wir rüber, muss ich selber gucken, auf die A61 ist das, bei Hockenheim gehen wir auf die A61, Entschuldigung, Kameraführung, so jetzt, und da fahren wir immer weiter, an Mutterstadt vorbei, Kreuzschifferstadt vorbei und in Bobenheim-Roxheim-Höhe, warte, was ist das für ein Kreuz, sage ich euch gleich, Kreuz-Frankenthal, da wechseln wir auf die A6, in Fahrtrichtung Homburg. Da fahren wir Grünstadt vorbei, Enkenbach-Alsenborn, Kaiserslautern oder Kaisersche, oder wie sagen sie? Lautre sagen sie doch immer. Dann Ramstein-Miesenbach bei der Airbase, Landstuhl, ne, wo die Amis ihren Sitz haben, wo die Airbase ist. Dann Bruchmühlbach fahren wir ab und dann ist hier auch schon Homburg zur Firma Bosch. So, schnell umdrehen. Wir haben nämlich heiße Temperaturen. Jetzt machen wir hier abladen, ne? 66 Paletten, 66 Reifen, lose. Richtig große Oschis, so wie SUV-Dinger, richtig breite Lappen, also die waren schwer. So, mit der Hand abgeladen, reingegangen, total nett, kam gleich zwei, also einer etwas älterer, einer war auf dem Stapler, etwas jünger, und der andere, den sie dann aus dem Büro geholt hat, aber auch für die Logistik zuständig ist, für die Reifen da, Entwicklung, war mein Alter. So, und dann hat er gesagt, ja, und ihr, zwei Stifter hat er nicht gesagt, aber zwei Mädels, ne, bestimmt vom Büro oder so, die haben die Nummern alle aufgeschrieben. Also, Sascha, das war mir gleich ein Begriff, die Stifte kamen. So, jetzt, ich stand oben auf der Ladefläche, ich habe ja nichts dagegen, ne, da, ich will ja auch weg, heute ist Freitag. Also, schnell die Reifen, zack, 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 nach der Nummer sortiert, so. Und da sagte der Ältere, ja, der Ältere zu dem, also, jeder hatte eigentlich eine Aufgabe, ne, und, also, ganz ehrlich, ich bewundere von dem Älteren die Kontinuance. Da waren dann zwei Mädels, vielleicht 18, 19, und die quasseln da privates Zeug. Hält die Papiere in der Hand, normalerweise, und der Herr, der hatte schon den zweiten Reifen in der Hand, und hat, hey, hey! Und da kommt das Mädel zu dem Herrn, der bedeutend mehr Berufserfahrung hat und sonst was, und sagt auf einmal, ja was denn? Ey, ganz ehrlich, aber vielleicht darf der das nicht. Der ist ganz ruhig geblieben. Vielleicht darf der das nicht. Ist vielleicht bei Mercedes nicht üblich. Sobald er nämlich was sagen tut, dann muss er nämlich Angst haben, dass die Helikoptereltern kommen mit ihren Anwälten oder sonst was, ne? Denn die jungen Piefkes, die keine Erfahrung haben im Leben, die haben ja meistens mehr Rechte als wie ein Mitarbeiter, der 30, 40 Jahre für die gleiche Firma gearbeitet hat. Also ich habe ihn gewundert, ganz ehrlich. Also ich wäre so, wenn ich mir so gegenüber meinem Vorgesetzten im Praktikum in der Schule oder mein Chef, wo ich angefangen, so entgegengekommen wäre,
ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der mir ein Backensolo gegeben hätte oder ob der mir einen Arschtritt gegeben hätte. Also, kein Respekt, null Respekt. Und die reden, ich wollte schon sagen labern, die reden als weiter, aber ich will mich nicht aufregen. Ganz ehrlich, Hochachtung an diesen Mann, Hochachtung. Also es darf ja wohl nicht wahr sein, ne? Aber vielleicht liegt das an einem großen Konzern, vielleicht hat's ja Abi und der nicht, aber er hat Berufserfahrung, ne? Und wenn man ein Abi hat, dann darf man ja eine große Kusche haben. Nicht alle, ich will nicht alle über den Kamm ziehen, aber das war so eine Krähe, du mal ganz ehrlich, du. Die sahen zwar alle gut aus, aber wenn der Verstand und na jedem das Menschliche fehlt, da können sie noch so gut aussehen. Dann würde ich die hier, da ist die Tür und goodbye, my love. Mein lieber Mann, du. Na gut, wollen wir uns nicht aufregen. Jetzt drehen wir euch wieder um. Wir haben jetzt 172 Kilometer bei 3 Stunden 23, bei 31,5 Grad Schatten oder Sonne. Ja, Sonne, wir stehen in der Sonne. Jetzt müssen wir bis 12.30 Uhr da drüben sein. 12.29 Uhr, oh Gott, oh Gott, ich könnte ja gar nicht stehen. Die Sonne ist heute 12.29 Uhr. Ankunftszeit bei 24 Kilometern. Deswegen muss ich jetzt losmachen. Ich melde mich, wenn ich geladen habe. Ich bin ganz schön aus der Puste. Bis denn. So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt hier neben der Post und ich habe gerade den Briefumschlag fertig gemacht. Das heißt, wir können jetzt den Brief reinwerfen. Ist immer ganz praktisch. Wenn ich das mit der Kamera festhalte, dann sieht der Chef auch, ja, der Kerstin war am Zentrum und nicht irgendwo an irgendwelchen x-beliebigen Dings. Also da steht das Postauto und da hinten ist, ja, weil Zentrum geht immer schneller. Das wurde auch in der Nacht abgeholt. Moment, ich switch euch mal um. Und zwar dafür, dass wir es jetzt vor 18 Uhr haben, wir haben es jetzt, wie viel war es denn jetzt? Moment. Wir haben es jetzt kurz vor 2 Uhr, könnt ihr sehen, 13.48 Uhr. Das heißt, wir haben heute Montag bis Freitag 18 Uhr. 20 Uhr brauchen wir nicht. 18 Uhr wird er abgeholt. So. Und schwuppi weg. Aha. Also, die Post ist weg. Einen Hammer noch, den stellen wir jetzt zu in Homburg. Den mache ich aber Montag oder Dienstag. Das eilt ja nicht so. Gut, dann weiter. Die Pforzheimer Baustelle haben wir schon hinter uns. Also hier müsst ihr immer Pforzheim Nord war das, glaube ich, abfahren. Das circa 1 Kilometer später, wenn überhaupt, 500 Meter, 800 Meter, das Briefzentrum. Sowas lernt man unter anderem auch. Andere kommen wirklich wöchentlich nach Hause, aber ich komme halt eher nach Speyer als wie nach Passau. Aber das ist ja Wurstpiepe, Hauptsache nicht bei der Dämse im Fahrzeug oder im Winter im Fahrzeug. Die Hörner habe ich mir abgestoßen. Ich habe genug Nächte bislang in meinem Leben schon verbracht im Fahrzeug. Ich glaube, ich habe mehr Nächte im Fahrzeug verbracht, als wie zu Hause im Bett. Ist so. Wenn man mal bedenkt, dass ich schon 13 Jahre... Moment, ich muss ja das mal wegfliegen. Das nervt mich gerade. Moment, bin gleich wieder für euch da. Ich muss hier gerade mal den Dreck hier. Da kriege ich einen Anfall. So, wenn man mal bedenkt, dass ich schon 13 Jahre jetzt Vollzeitarbeiter bin. Und wie lange geht man in die Schule? 10 Jahre, ja. Und Kindergarten, also ich habe, jetzt wäre ich 31, minus 13 sind 21, sind mit 18 habe ich angefangen, genau, mit 18. Ja, nicht ganz. Okay, ich habe dann doch noch ein bisschen länger zu Hause geschlafen. Aber wenn ich 18 Jahre Vollzeit habe, dann habe ich mehr Nächte draußen verbracht als wie drin, beziehungsweise 50-50. Okay, nicht lang schnacken. Wir müssen jetzt mal hier kurz ausfegen. Ihr seht ja selber, das sieht ja aus hier. Könnt ihr das sehen hier? Diese Krümel da, das muss weg. Ah, furchtbar. Am Wochenende räume ich alles raus und da wird geschrubbt. Morgen früh um 8 Uhr bin ich der Erste, der schrubben tut, weil es morgen früh um 8 Uhr schon 26 Grad sind und morgen um Nachmittag, also Mittag um 12 Uhr sind ja 34, 35 Grad. Da gehe ich bestimmt nicht mehr raus. Also, bis dann. Ciao. So, jetzt hat man gerade Kandel auf der 65 40 Grad erreicht. Kandel Nord. Aber jetzt ist es gerade wieder auf 39,5 gegangen. Oh. Und morgen, das ist immer permanent so heiß. Karlsruhe, Freiburg, Speyer, Ludwigshafen, das ist so abnormal. Und morgen ist ja noch mal extremer vorhergesagt. Ich habe keine Lust.
da bleiben die Jalousien unten die ganze Zeit. An alle Kollegen, ganz wichtige Information und auch Urlauber, aber Urlauber weniger, Information für die Kollegen. Wenn ihr die B10 fahren wollt, die jetzt hier zwischen Pirmasens und Landau Nord geht, die ist gesperrt von Pirmasens und fahrt Richtung Landau Nord, weil sie Höhe Albersweiler, Birkweiler auf der Trasse die Fahrbahn neu machen. Es ist nur eine Fahrbahn frei von der A75 kommend in Fahrt Richtung Pirmasenser Brücken. Also ganz wichtig, lohnt sich nicht, weil sonst müsst ihr hier die ganze Zeit rumkurven durch die Weinberge. Wir haben einen tierischen Freund, da ist eine Katze. Ich bin ganz leise, vielleicht kommt sie mal her. Na, komm mal her. Hallo. Hallo. Na, wer bist du denn? Du bist ja eine ganz Liebe. Hm? Hast du Durst? Hm? Hast du Durst? Ja, hallo? Machst du Abendspaziergang? Ja? Komm mal her, ich hab was für dich. Aber ich darf dich nicht füttern. Das macht man ja nicht. Hm? Hä? Ich will dich nicht so blenden. Huhu. Tust du mein Auto bewachen? Ja. Nun mach's gut. Tschüss. Huhu. Und weg ist er. Hallo meine lieben Zuschauer, meine lieben Freunde und Interessenten. Ich wollte mich mittlerweile bei euch bedanken für mittlerweile über 700 Abonnementen. Was heißt über? Das hört sich so gewaltig an. Aber über Nacht ist ja einer dazugekommen. ja, das freut mich, dass es den einen oder anderen gefällt. Und ich wollte noch einen kleinen Zusatz noch geben, falls ihr euch jetzt wundert, es war ja von vornherein klar, dass ich nicht jede Woche ein Video erstelle, aber ich möchte euch noch einen Zusatz geben, warum das so ist. Ich bin ja bei Pflegeeltern groß geworden und ein Teil lebt ja noch und dieser eine Teil bedarf es in den letzten Monaten immer mehr an Unterstützung im Alltag. Und wenn ich am Wochenende da bin, überwiegend in Speyer, dann muss ich für den einen Elternteil das organisieren, was unter der Woche liegen geblieben ist oder was man alleine nicht mehr bewerkstelligen kann. Dann muss ich meine privaten Sachen, die unter der Woche liegen geblieben sind, bewerkstelligen und dann zusätzlich das von der Firma, sprich Fahrzeugrüsten, Wäsche waschen, blablabla und wieder einkaufen. Also wisst ihr Bescheid, das ist nicht böswillig oder weil ich keine Lust habe oder sonst was, mir fehlt es wirklich an der Zeit. Und ich schaffe das einfach nicht, obwohl ich es gerne machen würde. Aber damit ihr mal ein bisschen wisst, warum da nicht jede Woche eins kommen kann, okay? Weil das Filmen und das Schneiden und das Hochladen und alles, das ist sehr zeitintensiv. Aber ich mache es gerne. Okay, da wisst ihr erstmal Bescheid. Ich bedanke mich, ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß beim Anschauen. Euer Carsten. Ciao.